Vielleicht kennen Sie das Problem. Sie möchten unter Windows 10 in Outlook einen Link öffnen, aber nichts tut sich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem lösen. Wenn Sie ein Produkt wie Microsoft Outlook verwenden, wird beim Klicken auf einen Hyperlink versucht, es in einem Standardbrowser zu öffnen, wie zum Beispiel den Edge-Browser. Manchmal kann man keinen Link zu einem Microsoft-Produkt unter Windows 10 öffnen. Das geschieht in der Regel, wenn die standardmäßige Zuordnung zum Öffnen eines Links in einem Browser unterbrochen ist. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, was zu tun ist, wenn Sie Hyperlinks in Outlook-Nachrichten unter Windows 10 nicht öffnen können. Wir zeigen Ihnen 4 Lösungsmöglichkeiten. Wiederherstellen der Standardeinstellungen für die Dateizuordnung von Outlook und Edge. Schließen Sie Ihren Standardbrowser, wenn dieser geöffnet ist. Gehen Sie dann in die Einstellungen, Apps, Standard-Apps und dort in den Bereich Webbrowser. Und hier wählen Sie dann Microsoft Edge aus. Schließen Sie das Fenster und wechseln Sie nun zu Outlook und öffnen Sie einen Link. Jetzt sollte sich Edge öffnen, wenn alles korrekt gelaufen ist. Wenn das nicht der Fall ist, müssten Sie das Problem über einen Registrierungseintrag lösen. Exportieren und importieren Sie den Registrierungsschlüssel von einem anderen Computer. Überprüfen Sie auf einem anderen Computer, ob Sie Links von Outlook-Nachrichten unter Windows mit einem Doppelklick öffnen können und sich der Browser damit öffnet. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir Ihnen, diese Registrierungseinstellungen von diesem Computer zu exportieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Öffnen Sie den Registrierungseditor. Wechseln Sie in den Verzeichnisbaum Hey Local Machine, Software, Classes, HTML-File, hier auf den Ordner Shell, dort auf den Ordner Open und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Command und wählen Sie Exportieren. Vergeben Sie einen passenden Namen und speichern Sie die Datei ab. Kopieren Sie im Anschluss diese Registrierungsdatei auf Ihrem Computer und machen Sie einen Doppelklick darauf. Nun sollte sich die Registrierungseintragung von dem anderen Computer in Ihrer Registry befinden und die Links in Outlook sollten nun wie gewohnt vom Microsoft Edge geöffnet werden. Edge-Einstellungen zurücksetzen. Eine weitere Option ist das Zurücksetzen der Edge-Einstellungen. Windows kann Edge auffordern, einen Link zu öffnen, wenn Edge der Standardbrowser ist, aber das Öffnen des Links nicht funktioniert. So gehen Sie dazu vor. Öffnen Sie Edge. Klicken Sie rechts oben auf die 3 Punkte. Gehen Sie in die Einstellungen. Klicken Sie hier auf das Schlosssymbol, Datenschutz und Sicherheit. Und klicken Sie nun auf den Knopf zu löschendes Element auswählen. Hier wählen Sie alles aus und klicken Sie auf den Button Löschen. Achtung, Sie verlieren dadurch alle Daten, wie zum Beispiel Ihre festgelegte Startseite, die Suchmaschine, die Sie festgelegt haben, die angehefteten Registrierkarten und so weiter. Und auch alle Cookies, Verlauf und Favoriten. Diese Einstellungen können Sie ebenso in Chrome oder Firefox durchführen. Office reparieren. Möglicherweise müssen Sie Microsoft Outlook oder die Office-Installation wiederholen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knopf Start und hier in das Menü Apps
und Features. Es öffnet sich ein neues Fenster und hier wählen Sie Ihre Office-Installation aus. In unserem Fall Microsoft Office. Klicken Sie auf den Knopf Ändern. Bestätigen Sie den Vorgang mit Ja. Nun haben Sie zwei Optionen, die Schnellreparatur und die Online-Reparatur. Die Schnellreparatur behebt die meisten Probleme schnell und ohne Internetverbindung. Die Online-Reparatur behebt alle Probleme, dauert aber etwas länger und erfordert eine Internetverbindung. Sie können versuchen, nur Outlook zu reparieren. Wenn Sie das getan haben, versuchen Sie einmal einen Link zu öffnen, um zu sehen, ob dies wie erwartet funktioniert hat. Wir hoffen, dass diese Tipps einfach zu befolgen waren und Sie die Hyperlinks in Outlook Mail unter Windows 10 öffnen können. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie einfach einen Kommentar unter das Video. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie einfach einen Daumen nach oben da.